Ja, Lederer? Hallo Lotte, ich bin's, Robert. Wo bist du, Robert? Am Hauptbahnhof. Ich habe dein Telegramm bekommen und bin gleich losgefahren. Was ist los? Bitte, Robert, komm sofort. Nimm ein Taxi, nimm gleich ein Taxi. Ich bin in einer fürchterlichen Lage. Bitte komm schnell. Lotte. Großer Graben 16, bitte. Ich hab's eilig. Bis gut. Was denn da los? Eine Frau ist aus dem Fenster gefallen. Zurückbleiben! Bleiben Sie zurück! Zurückbleiben! Kennen Sie sie? Meine Schwester, Lotte Lederer. Sie ist gleich tot gewesen. Bitte. Bitte, meine Damen. Ganz offensichtlich ein Unfall. Beim Fensterputzen. Steht ja noch alles da. Eine ganz hübsche Höhe. 10-12 Meter. Das reicht. Sie kam zufällig vorbei? Nein. Ich bin von Solingen rübergekommen mit dem Zug. Sie schickte mir ein Telegramm. Sie wollte mich unbedingt sprechen. Sie muss in irgendwelchen Schwierigkeiten gewesen sein. Ich habe ja eben noch mit ihr telefoniert. Vom Bahnhof aus. Gleich nach meiner Ankunft. Und das war schon sehr merkwürdig. Sie war sehr aufgeregt. Sie bat mich, so schnell wie möglich zu kommen. Sie sagte, sie befände sich in einer fürchterlichen Lage. Ja. Ja, genau, das waren ihre Worte. Wer sich in einer fürchterlichen Lage befindet, der fängt nicht an, seine Fenster zu putzen. Na, ich weiß nicht. Sie glauben an Selbstmord? Nein, nein. Unter gar keinen Umständen. Der Typ war sie überhaupt nicht. Außerdem wartete sie auf mich. Nein, nein, Selbstmord ist völlig ausgeschlossen. Wenn Sie nicht an Unfall glauben und nicht an Selbstmord, woran glauben Sie denn? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Vielleicht an Mord? Weiß nicht. Hören Sie, Herr Lederer. Die Polizei musste die Wohnungstür aufbrechen. Sie war nämlich verschlossen. Und der Schlüssel stak innen im Schloss. Und die Wohnung war leer. Ich sage auch nur, ich kann es mir nicht erklären. Wir können uns nur an Tatbestände halten. Und die sind eindeutig. Ja, ja. Wollen Sie hierbleiben? Von uns aus ist die Wohnung freigegeben. Ja, ich glaube schon, dass ich hierbleiben muss. Unter diesen Umständen. Wie Sie wollen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Thank you.
Hallo. Verzeihung, wer ist da? Robert Lederer. Der Bruder von Lotte? Von Ihnen habe ich schon viel gehört. Sind Sie zu Besuch? Ja. Ist Lotte da? Nein. Sie ist tot. Nein! Hallo? Hallo, wer spricht denn da? Hallo! Wer sind Sie? Ich? Die Nachbarin. Ich wohne hier gleich nebenan. Ich bin gerade nach Hause gekommen und habe unten schon gehört. Ach, würden Sie bitte reinkommen. Ich bin der Bruder von Fräulein Lederer. Ich würde Sie gerne sprechen. Mich? Ja, Sie sagen, Sie wohnen nebenan. Das ist für mich wichtig. Die Tür ist aufgebrochen. Ja, von der Polizei. Sie war nicht offen? Nein, nein, sie war abgeschlossen. Der Schlüssel steckte innen. Aber bitte kommen Sie doch. Ich bin noch ganz entsetzt. Ganz fassungslos. Beim Fensterputzen, sagen die Leute. Ja, so wie es aussieht. Also ein Unfall. Sie kannten meine Schwester. Nein, ein wenig schon, wenn man Tür an Tür wohnt. Ich meine, es ergibt sich. Hin und wieder haben wir uns mal gesehen, nicht sehr oft. Was sagt denn die Polizei? Darf ich fragen, wie Sie heißen? Mahler. Doris Mahler. Sie sind berufstätig? Ja. Putzen Sie Ihre Fenster selber? Nein. Ich habe eine Aufwartefrau. Dieselbe wie Ihre Schwester. Zu mir kommt sie montags und zu Ihrer Schwester kommt... Wann? Dienstags. Das war gestern. Das muss nichts bedeuten. Bei einer Frau weiß man nie. Sie zweifeln doch nicht daran, dass es ein Unfall ist. Doch, Fräulein Mahler, das tue ich. Haben Sie einen Grund, außer dass die Fenster gestern geputzt wurden? Ja. Ich habe meine Schwester nämlich vom Bahnhof aus angerufen. Sie bat mich, so schnell wie möglich zu kommen. Sie erwartete mich, verstehen Sie? Sie muss in einer Verfassung gewesen sein, die wohl einen Gedanken zuletzt eingegeben hätte. Nämlich den Fenster zu putzen. Es war kein Unfall. Aber es war doch niemand in der Wohnung, wenn die Tür abgeschlossen war. Ich sage Ihnen, es war kein Unfall. Sie irren sich bestimmt. Fräulein Mahler, Sie kennen meine Schwester besser als ich. Das wohl kaum. Ich habe sie seit einem Jahr nicht gesehen. Wir hatten kaum Verbindung miteinander. Hatte sie Bekannte? Hatte sie Freunde? So wie jeder. Kennen Sie diese Leute? Können Sie mir irgendwelche Namen sagen? Nein, nein. Meine Bekanntschaft mit Ihrer Schwester war ganz oberflächlich. Sie können mir gar nichts sagen? Gar nichts, nein. Fräulein Mahler,
Jeder, auch der kleinste Anhaltspunkt, ist für mich wichtig. Ich sage Ihnen, ich weiß nichts. Kennen Sie das Foto? Nein. Der Mann darauf, wer ist das? Wer könnte das sein? Ich weiß nicht. Der Porsche gehört offenbar dazu. Sie kennen keinen Mann, der meine Schwester öfter besucht hat, der einen Porsche fährt? Nein, ich kann Ihnen nicht helfen. Bitte, ich muss jetzt auch rüber. Ja, ja. Ich wollte Ihnen nur sagen, wie leid mir das alles tut. Ja, ich verstehe. Entschuldigen Sie bitte meine Fragen. Ach, wissen Sie zufällig, wer mir die Tür reparieren könnte? Der Hausmeister. Danke. Ich will ihn anrufen, dass er heraufkommt. Ja, vielen Dank, Frau Mahler. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Den Anblick werde ich mein Leben lang nicht vergessen. So ein junges Mädchen. So ein hübsches Mädchen. Und so lebenslustig, wie die war. Und dann sowas. Ich kann das natürlich nur provisorisch machen. Ich glaube, es reicht erst mal. Abschließen können Sie immer. Was meinen Sie mit lebenslustig? In der Wohnung hier war immer was los. Ich musste oft genug raufgehen. Und dann guckte sie aus der Tür und sagte, ich weiß schon, Herr Schmitz, Zimmerlautstärke. Kennen Sie die Leute, die meine Schwester besuchten? Nein. Aber wenn Sie das wissen wollen, fragen Sie doch mal nebenan. Bei Frau Mahler? Ja, die war ja immer dabei. Ja, werde ich vielleicht tun. Sie kennen nicht zufällig einen Mann, der meine Schwester öfter besucht hat, der einen Porsche fährt? Ja, der war ziemlich oft hier. Was wissen Sie, wie er heißt? Nein. Aber Sie haben ihn gesehen. Wie sah er aus? Na, wie so ein junger Mann eben aussieht. Anfang Mitte 30, dunkle Haare. Mehr kann ich da nicht sagen. Ich habe mal mit ihm gesprochen, weil er lässt schon mal seinen Wagen vor der Haustür stehen, obwohl erst ab 19 Uhr Parkerlaubnis ist. Deswegen, wissen Sie. Ja. Besten Dank. Oh, nicht zu danken. Und wie gesagt, da muss auch ein richtiger Schreiner hin. Ja, ja. Was sagen Sie, hat man ihn eigentlich aufgeschrieben, den Porsche-Fahrer? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Entschuldigen Sie, Frau Mahler, haben Sie Zeit für mich? Nicht sehr viel. Es wird nicht lange dauern. Bitte. Der Hausmeister sagte mir eben, Sie hätten meine Schwester sehr gut gekannt. Sie wären sehr oft drüben gewesen. Das übertreibt er. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich kann Ihnen wirklich nicht mehr sagen, als ich Ihnen gesagt habe. Entschuldigung. Ja, bitte. Nein. Nein, ich kann jetzt wirklich nicht. Ich habe gerade Besuch. Ja? Ja, ist gut. Gut. Wiedersehen. Wollen Sie etwas trinken? Nein, danke. Entschuldigen Sie, aber ich muss etwas trinken. Mich nimmt die ganze Sache zu sehr mit. Das kann ich gut verstehen. Fräulein Mahler, es liegt mir wirklich viel daran, den Mann kennenzulernen, der offenbar im Leben meiner Schwester eine gewisse Rolle gespielt hat. Zu welchem Polizeirevier gehören wir eigentlich? Zu welchem Polizeirevier? Ja. Revier 18, glaube ich. Der Porsche hat nämlich öfter hier vom Hause geparkt. Es ist absolut möglich, dass sich einer der Beamten des Reviers an den Wagen erinnert. Porsche gibt's ja nicht so viele. Ach so. Ich
glaube, das wird jetzt nicht mehr nötig sein. Ich erinnere mich jetzt. Sein Name ist Hausmann oder Hauser. Wissen Sie auch, wo er wohnt? In einer Pension. Ihre Schwester, sie hat mal davon gesprochen. Es war so ein hochtrabender Name. Pension Odeon. Haben Sie ein Telefonbuch da? In der Sophienstraße. Wollen Sie anrufen? Nein. Ich glaube, da fahre ich besser gleich selber hin. Wie Sie wollen. Hallo. Was machen Sie denn da? Ich suche einen gewissen Herrn Hausmann oder Hauser. Wohnt er vielleicht hier? Ja, Zimmer 6. Hauser. Hausmann haben wir nicht. Könnten Sie mich bitte anmelden? Wieso denn anmelden? Gehen Sie doch hin, er ist da. Zimmer 6, sagen Sie? Ja, gleich da vorne, zweite Tür rechts. Danke. Ja. Wer ist da? Guten Abend. Mein Name ist Lederer. Lederer? Wer sind Sie? Der Bruder vom Lord? Oh mein Gott. Sie wissen vermutlich schon. Ja, natürlich wissen Sie. Ich bin... Ich weiß nicht, ich bin völlig nicht zurechnungsfähig. Im Moment bestimmt. Sie wissen also, was passiert ist? Wie? Ich bin reingefahren. Um 6. Jeden Abend. Ich war immer um 6. Da kommen aus dem Auto raus, haben sie es mir gesagt. Gemüsefrau, Putzfrau, Kinder. Bin zur Polizei gefahren. Wie ich hergekommen bin, weiß ich nicht. Ich weiß überhaupt nichts, was ich tun soll, was ich denken soll. Und Sie, hier hat man Sie angerufen. Ist verständigt. Nein. Lotte schickte mir gestern Abend ein Telegramm. Telegramm wie ein Hilferuf. Hilferuf, meinen Sie? Sie bat mich zu kommen, so schnell wie möglich. Warum? Ich weiß nicht, ich habe sie vom Bahnhof aus angerufen. Was sagte sie? Dass sie in Schwierigkeiten sei. Schwierigkeiten? Na genau, sagte sie befände sich in einer fürchterlichen Lage. Wie meinte sie das? Ich habe keine Ahnung. Hauser, kannten Sie meine Schwester gut? Gut. Wissen Sie nicht, dass wir heiraten wollen? Nein. Ein Vierteljahr. Ein halben Jahr, so bald wie möglich. Liebte Ihre Schwester. Verstehen Sie das? Wir waren jeden Tag zusammen, jeden Abend, jeden Sonntag. Ist tot. Entschuldigen Sie, ich bin völlig durcheinander. Ich weiß nicht, was ich... Ich zergrüble mir hier den Kopf. Sie können das sicher verstehen, dieses Warum. Setzen Sie sich doch. Ich trinke, wie Sie sehen. Mögen Sie auch? Danke, nein. Sagen Sie, Herr Hauser... Welche Schwierigkeiten könnte meine Schwester gemeint haben? Schwierigkeiten? Schwierigkeiten? Sie war nicht in Schwierigkeiten. Sie hätte es mir bestimmt gesagt. Wann haben Sie meine Schwester zum letzten Mal gesehen?
Gestern. Gestern Abend. Wann genau? Um 6. Ich sagte ja, ich besuchte sie immer um 6, wenn sie aus dem Büro nach Hause kam. Um 7 bin ich nochmal hergefahren, wollte mich umziehen. Wir wollten ausgehen. Waren Sie aus? Ja. Getanzt. Sie war wie immer vergnügt. Ist ausgelassen. Die Schwierigkeiten, wenn sie welche gehabt hatte, dürften nicht sehr groß gewesen sein. Tragen Sie einen Legesohlen? Wie? Herr Hausermann hat Lotte ins Gerichtsmedizinische Institut gebracht. Ich wollte sie noch mal sehen. Kommen Sie mit. Mit? Nein, das kann ich nicht. Das, verstehen Sie das? Das? Ja, natürlich. Sie wollen wirklich hingehen? Jetzt? Ja. Der Anblick. Der Anblick wäre mir unerträglich. Ich kann das verstehen. Wir sehen uns sicher noch mal. So oft Sie wollen. Guten Abend. Guten Abend. Mit eurer Reserve, Sie können die Tote jetzt nicht sehen. Nicht? Nein, weil gewisse Untersuchungen, ganz übliche wie immer bei Unfällen, noch nicht abgeschlossen sind. Kommen Sie doch morgen wieder. Ja, besten Dank. Morgen Vormittag? Ja. Wer war der Mann? Ist er nach Hause? Ist er ausgezogen? Ja, heute Morgen. Wohl ziemlich unvermutet für Sie. Er hat den ganzen Monat bezahlt. Ja, wissen Sie, wo er hingezogen ist? Nein. Er hatte keine Adresse hinterlassen. Ich meine, für Post, die man ihm nachschicken müsste. Post hat er nie gekriegt. Wissen Sie, wo er arbeitet? Wo er angestellt ist? Ich meine, was ist er von Beruf? Ingenieur, glaube ich. Gearbeitet? Der gearbeitet hat? Wie meinen Sie? Er hatte viel Zeit, meine ich. Er kam und ging, wann er wollte. Kriegen Sie Geld von ihm? Nein, ich kriege kein Geld von ihm. Bitte. Wann haben Sie erfahren, dass Herr Hauser sein Zimmer aufgibt? Heute Morgen. Er kam mit seinem Koffer aus dem Zimmer, bezahlte und ging. Dankeschön. Sie wünschen? Ich möchte Fräulein Mahler sprechen. Selbst auf die Gefahr, dass ich Ihnen lästig falle, ich muss Sie noch mal sprechen. Kommen Sie. Was verschweigen Sie mir, Fräulein Mahler? Wie kommen Sie darauf? Verschweigen? Was meinen Sie? Sie wissen mehr, als Sie sagen. Aber nein.
Gestern hätte ich Ihnen unter Umständen noch geglaubt, aber heute nicht mehr. Denn inzwischen sind zwei Dinge passiert. Was? Gestern Abend hat man die Wohnung meiner Schwester durchsucht. Durchsucht? Auf den Kopf gestellt, um es genau zu sagen. Und heute ist Hauser verschwunden. Wie meinen Sie das? Verschwunden? So wie ich es sage, unauffindbar. Der Liebhaber wartet anscheinend nicht einmal die Beerdigung ab. Wo ist Hauser, Fräulein Mahler? Ich weiß es nicht. Wo könnte er sein? Ich sage Ihnen doch, ich... Auch gestern haben Sie Ihr Gedächtnis erfolgreich bemüht. Ich weiß es wirklich nicht. Sie haben ihn doch gesprochen gestern. Woher wissen Sie das? Ich nehme es an. Ich werde diesen Mann finden, Fräulein Mahler, ob Sie mir helfen oder nicht. Passt er nicht? Er muss passen. Erlauben Sie. Bitte. Wollen Sie nicht ablegen? Nein, danke. Nehmen Sie doch Platz. Wie kommen Sie an diesen Schlüssel? Ihre Schwester gab ihn mir. Ich nehme an, Sie sind Herr Lederer, der Bruder von Lotte. Ja. Und wer sind Sie? Ich heiße Weber. Ich bin ein Kollege Ihrer Schwester. Wir arbeiten in der gleichen Abteilung. Zimmer an Zimmer, sozusagen. Kollege, sagen Sie? Ja, Kollege. Und befreundet. Bitte? Sehr gut befreundet, um Ihnen den Schlüssel zu erklären. Sie wissen, was passiert ist? Ja, natürlich. Es gab große Aufregung in der ganzen Abteilung, im ganzen Haus. Alle sind fassungslos bestürzt. Ihre Schwester war sehr beliebt. Jeder kannte sie, jeder mochte sie. Aber nicht jeder hatte einen Schlüssel zu ihrer Wohnung, oder? Nein, das nicht. Weswegen benutzten Sie ihn? Verzeihung, weswegen wollten Sie ihn benutzen? Ich wollte Sie treffen. Ich rief zunächst an und dann... kam ich her, klingelte, aber es war niemand da. Nun, ich wollte auf Sie warten. Trinken Sie einen Cognac mit? Ja, gerne, wenn es hier welchen gibt. Ach, das wissen Sie nicht. Ich dachte, die Wohnung müsste Ihnen gut bekannt sein. Ja, so genau nun auch wieder nicht. Sagen wir so, die Flasche stand meistens schon auf dem Tisch. Woher wissen Sie eigentlich, dass ich hier bin? Er steht in der Zeitung. Ach ja. Sie sind ja fast dabei gewesen. Ja. Fast. Sagen Sie, Herr Weber, Sie kannten meine Schwester gut, ja? Ja. Kennen Sie Herrn Hauser? Ja, ich habe den Namen schon mal gehört. Sie erinnern sich in welchem Zusammenhang? Nein, im Moment nicht. Können Sie meine Schwester eigentlich nicht so gut gekannt haben? Es war ihr Verlobter. Ist ja nicht so wichtig. Es kann durchaus möglich sein, dass ich ihm schon mal begegnet bin. Ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Hallo. Wer ist dort? Lederer. Der Mann, den Sie suchen. Rheinuferweg, Gasthaus Schwan. Hallo, Doris. Fräulein... Hallo? Tja, das wäre alles. Ich dachte auf jeden Fall, ich komme mal vorbei, weil... ihr eine Verbindung so total abbricht, nicht wahr? Tja, und dann wollte ich das natürlich zurückgeben. Wenn Sie irgendwelche Hilfe benötigen, Sie brauchen nur anzurufen. Besten Dank.
Privat. Büro. Zentrale. Sagen Sie, Fräulein, gibt es bei Ihnen einen Herrn Weber? Weber? Für B5. Moment bitte. Ja, Weber. Maler? Ja, ich möchte Frau Maler sprechen. Wer spricht dort bitte? Lederer. Frau Maler ist verreist. Aber sie hat mich eben angerufen. Sie ist gerade aus dem Haus mit der Taxi zum Bahnhof. Wissen Sie, wohin sie gereist ist? Nein. Auch nicht für wie lange? Ein paar Tage, eine Woche. Sie wusste nicht genau. Danke. Bitte. Schwan. Da gehen Sie das Treppchen noch auf. Sehen Sie das Türmchen da hinten? Und rechts von dem Türmchen, da ist das Gasthaus Schwan. Ja, besten Dank, bitteschön. Einen Tee mit Rum. Tee mit Rum? Ja, oder geben Sie mir erstmal einen Schnaps. Gut. Ach ja, und dann habe ich noch eine Frage. Ja, doppelten? Ja, bitte. Kennen Sie zufällig einen gewissen Herrn Hauser? Bitte? Danke. Hauser? Nein, wer soll das sein? Das weiß ich auch nicht so genau. Ich weiß nur, dass er einen Porsche fährt. Porsche? Nein, keine Ahnung. Wissen Sie, hier kommen viele Leute her. Sie stellen ihre Wagen ab. Kann sein, dass auch mal ein Porsche dabei ist. Er muss ungefähr in meinem Alter sein. Groß, schlank, Anfang 30. Ich gebe nicht gern Auskünfte, wenn ich nicht weiß, wozu das gut sein soll. Wer sind Sie eigentlich? Das tut ja nichts zur Sache. Sie kennen den Mann nicht? Nein, kenne ich nicht. Groß und schlank sind viele Leute. Es war ja nur eine Frage. Na, Schularbeiten? Deutsche Aufsätze sind schwer. Ja, die konnte ich auch nie besonders gut. Oh, guck mal. Kannst du auch zeichnen? Ist aber hübsch. Ja, ich weiß nicht, auf der Schule konnte ich es mal ganz gut, wenn ich es nicht verlernt habe. Schenkst du mir ein Blatt? Mhm. Ich versuch's mal. Na, wie findest du das? Das ist ja mein Vati. Wer ist das? Sie sind genau die Art Leute, die wir hier nur ungern sehen. Mach, dass du rauskommst. Neugierige Leute, lieber Freund, wenn sie allzu neugierig sind, die landen da draußen im Rhein. Wissen Sie, was eine Schiffsschraube von Ihnen übrig lassen würde? Ich kann es mir ungefähr vorstellen. Dann vergessen Sie es nicht.
Zähmen Sie Ihre Neugier, wenn Sie weiterleben wollen. Ich werde dran denken. Aber ich kann es Ihnen nicht versprechen. Na? Können Sie immer noch nichts versprechen? Vielen Dank für den Tee. Sie dem Porsche nach. Ich möchte gerne ein Buch ausleihen. La Bücherie ist gleich hier vorne. Danke. Soll es was Bestimmtes sein? Weiß noch nicht. Thank you.
Ja, hallo. Herr Lederer. Frau Lamala. Frau Lamala, hängen Sie nicht wieder ein, bitte. Ich muss Ihnen etwas Dringendes mitteilen. Hallo. Ja? Frau Lamala, ich muss Sie sprechen. Sagen Sie mir, wo Sie sind. Herr Lederer, ich... Ich weiß, Frau Lamala, Sie haben Angst. Sie haben von Anfang an Angst gehabt. Deshalb sind Sie aus Ihrem Geschäft weg, aus Ihrer Wohnung weg. Weil Sie Angst haben. Hallo. Ja. Frau Lamala, meiner Schwester kann ich nicht mehr helfen. Aber Ihnen kann ich vielleicht noch helfen. Wo sind Sie? Sagen Sie mir, wo Sie sind. In Neuss, Hotel Waldhaus. Danke. Ich bin zu Fräulein Mahler. Zimmer Nummer 31, hier rum. Dankeschön. Ja. Ja? Gott sei Dank, ich dachte schon, Sie sind wieder verschwunden. Also hier haben Sie sich versteckt. So. Und jetzt sagen Sie mir, vor was oder vor wem Sie Angst haben. Hat Sie niemand gesehen, als Sie hereinkam? Weiß nicht, ob mich wer gesehen hat, wer sollte. Sie haben etwas festgestellt, was? Hauser ist nicht Hauser. Er ist verheiratet, er hat ein Kind, er hat sich an meine Schwester unter falschem Namen angemacht. Die ganze Liebesgeschichte, von der er erzählt hat, ist Unsinn. Sie irren sich. Ich halte Hauser für den Mörder meiner Schwester. Sie nicht auch? Kann sein. Ich weiß es nicht. Er war es nämlich auch, der während meiner Abwesenheit die Wohnung durchsuchte. Haben Sie Beweise dafür? Ja. Er machte nämlich einen Fehler. Er nahm seine eigenen Schuhe mit. Wissen Sie, wo Ihre Schwester arbeitete? In einer Bundesdienststelle. Warum? Wissen Sie genau, wo? In irgendeinem Archiv. Jedenfalls schrieb sie mir das. Sie wissen es nicht genau. Genau weiß ich es auch nicht. Sie sprach nie darüber und durfte es wohl auch nicht. Jedenfalls im Geheimarchiv eines militärischen Führungsstabes. Man hatte sie vereidigt. Verstehen Sie? Ach so. Sie war sehr, sehr lebhaft, fröhlich, ordentlich, gewissenhaft. Ich bewunderte sie sehr. Wir waren Freundinnen. Und dann kam dieser Hauser. Ich persönlich habe ihn nie gemocht. Aber Lotte war auf einmal wie verrückt. Dieser Hauser verwandelte sie völlig. Verstehen Sie mich richtig? Sie war glücklich. Sie liebte ihn. Diesen Mann? Es war eine Liebe wie eine Krankheit. Er gab sich als Ingenieur aus. Er sagte, er arbeite auf einem Spezialgebiet. Funkmesstechnik. Er war wie besessen und kam nicht recht weiter. Ja, ich verstehe. Was verstehen Sie? In dem Archiv, in dem meine Schwester arbeitete, gab es die Unterlagen, die ihm weiterhalfen. Ja. Und sie gab sie ihm. Ja. Sie liebte ihn. Sie wollte ihm helfen. Wer liebt, tut alles. Für ein Lächeln. Die erste Zeichnung brachte sie mir. Kopier das für mich. Sie musste das Original schnellstens zurücklegen. Und sie taten es. Ja, warum sollte ich es nicht tun? Wir kopieren oft technische Zeichen. Ja, ja, natürlich. Am Tage vor ihrem Tode kopierte ich die zweite Zeichnung. Abends um 11 Uhr klingelte es an meiner Tür. Lotte stand draußen, völlig aufgeregt. Hauser war gerade gegangen. Ich habe sie noch nie so entsetzt gesehen. Sie erzählte mir, was passiert war. Hauser war gekommen, selber ganz aufgeregt, völlig verzweifelt. Die erste Zeichnung, die Lotte ihm besorgt habe, die habe ein Kollege gesehen, ganz zufällig. Und dieser Kollege arbeitet für den Geheimdienst. Er, Hauser, sei nun völlig in der Hand dieser Leute, die vor nichts zurückschrecken. Es gäbe nur einen Weg, nur eine Lösung. Weitere Unterlagen zu beschaffen. Ja.
Wann war das, um wie viel Uhr? Nachts um 11 Uhr. Um 11:30 schickte sie mir das Telegramm. Diese zweite Zeichnung, gab sie sie ihm? Nein, sie sagte nein. Hauser habe sie angefleht. Er hat gesagt, die Leute schrecken auch nicht vom Mord zurück. War das Ihre letzte Begegnung mit meiner Schwester? Nein. Sie telefonierte noch einmal mit mir. Am Morgen. Sie starb. Sie war nicht in ihre Dienststelle gegangen. Sie suchte Haus in seiner Pension auf und traf ihn nicht an. Sie traf seine Frau. Gasthaus Schwan. Tja. Jetzt verstehe ich, warum Sie Angst hatten. Ich war doch mit in der Sache. Ja. Er steigt aus. Er kommt hierher. Nein. Bleiben Sie hier. Öffnen Sie nicht, wenn es klopft, und gehen Sie nicht ans Telefon. Was wollen Sie tun? Ich gehe runter. Ich stelle ihn. Tun Sie das nicht. Aber das Gespräch dürfte doch wohl sehr interessant werden. Schließen Sie ab hinter mir. Öffnen Sie, Frau Mahler. Weber. Wer nicht der Weber ist, Sie wissen es längst. Es tut mir leid, dass Sie mehr abbekommen haben, als nötig war. Aber Sie wehrten sich zu sehr. Zigarette? Entschuldigen Sie, wenn ich mich unter falschem Namen vorgestellt habe, aber es ging wirklich nicht anders. Ich wusste auch nicht, wer Sie waren, das heißt, was Sie waren. Wissen Sie es jetzt? Meiner Schwester kann ich nicht mehr helfen, aber Ihnen kann ich vielleicht noch helfen. Sagen Sie mir, wo Sie sind. In Neuss, Hotel Waldhaus. Das ist mein Telefongespräch mit Fräulein Mahler. Kriminalpolizei. Ja, der Fall wurde uns vom MAD übergeben. MAD? Militärischer Abschirmdienst. Übrigens, die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass eine Tote aus dem Fenster stürzte. Gestürzt wurde. Ich hab's immer gewusst. Darf ich fragen, warum Sie mich so sanft behandelt haben? Weil Sie im Begriff waren, eine Unvorsichtigkeit zu begehen. Wieso? Weil ich Hauser sprechen wollte? Aber hören Sie mal zu, dieser Mann hat... Wir wissen alles über diesen Mann. Aber Sie wissen nicht, was ich eben gehört habe. Doch. Ich halte Hauser für den Mörder meiner Schwester. Sie nicht auch? Kann sein. Ich weiß es nicht. Er war es nämlich auch, der während meiner Abwesenheit die Wohnung durchsuchte. Haben Sie Beweise dafür? Ja. Er machte nämlich einen Fehler. Alles, was ich von Ihnen möchte, ist, dass Sie nach Solingen zurückfahren. Ich lasse Sie sofort mit einem Wagen in die Wohnung Ihrer Schwester bringen. Kommen Sie. Ja, und was ist mit... Fräulein Mahler? Ja. Machen Sie sich da keine Sorgen. Schnell vorbei hier. Fräulein Mahler, was hat das zu bedeuten? Kommen Sie, kommen Sie. Kümmern Sie sich nicht mehr um Hauser. Aber hören Sie zu, der... Es geht um mehr als um einen Mörder, das wissen Sie inzwischen selbst. Er hat die zweite Zeichnung, die er an den Mann bringen will. Er darf nicht irritiert werden. Ich fürchte, er ist es schon. Was wollte denn Hauser von ihm? Feststellen, was ich weiß. Und der Mann von der Polizei da oben? Er sagt, ich solle hinuntergehen und tun, als wisse ich von nichts. Es lag ihnen daran, Hauser in Sicherheit zu wiegen. Muss nicht sehr überzeugend gewesen sein. Nein, nein, er hat mich durch die Tür gesehen. Er ist verschwunden.
Sah aus wie verunglückt. Der Wagen lag 20 Meter tief, aber er hat ihn wohl nur die Böschung runtergestoßen. Und Hauser selbst? Weg. Bis jetzt keine Spur. Herr Weber, erlauben Sie, wenn ich jetzt bei diesem Namen bleibe. Herr Weber, glauben Sie, dass man um diese Zeit noch ein Geschäft anrufen kann? Ja, wenn es wichtig ist, immer. Vorausgesetzt, die Leute melden sich. Ich bekomme auch ein Bier. Ja, ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Aber die Buchhandlung Arnulf, die haben doch sicher eine Privatnummer, oder? Warum wollen Sie denn anrufen? Ich würde mich nach einem Buch erkundigen. Thomas Wolfe. Es führt kein Weg zurück. Ob's noch da ist und wenn nicht, wer es ausgeliehen hat. Ja, warum geht's denn? Um einen Straßenbahnfahrschein, den Hauser heute Nachmittag in das Buch gesteckt hat. Was? Da ist sie. Wurde heute Nachmittag ausgeliehen an einen gewissen Theodor Kroger. Akazienweg 7. Danke. Kommen Sie mit. Telefon. Ja? Danke. Wieso ist denn das Tor offen? Wissen Sie, es gibt immer einen Punkt, da nehmen die Ereignisse ein gewisses Tempo an. Das muss man mitmachen. Der Mann ist übrigens Briefmarkenhändler. Und was machen wir jetzt? Mister! Ah, da ist er schon. Wer sind Sie? Guten Abend. Entschuldigen Sie die späte Stunde, aber ich möchte Sie gerne noch sprechen. Worüber? Ich könnte Ihnen sagen, dass ich Briefmarken sammle, aber das tue ich wirklich nur nebenbei, wenn ich dienstfrei bin. Kriminalpolizei. Bitte. Etwas nicht in Ordnung? Sie sprechen Russisch? Wie kommen Sie darauf? Weil Sie in Reval geboren sind. Sie sind Este? Gewesen. Aber Sie haben ganz recht, in Estland spricht man drei Sprachen. Estnisch natürlich, Deutsch und Russisch. Aber Russisch sprach ich nicht sehr gut. Wenn man eine Sprache nicht mehr braucht, wissen Sie... Der Pass ist ziemlich neu. Wir sind vor 3 Jahren aus der Schweiz gekommen. Was ja nichts Ungewöhnliches ist. Vorher waren wir in Mexiko, USA... Die Weltgeschichte hat aus Esten Reisende gemacht. Vielleicht sagen Sie uns jetzt, was Sie von uns wollen. Ich nehme an, Sie sind nicht gekommen, um sich die Abenteuer von Immigranten anzuhören. Über gewisse Lebensläufe, Herr Kroger, macht sich die Polizei gern selbst ein Bild. Was heißt das? In diesem Augenblick sind eine Menge Beamte damit beschäftigt, ihren Lebenslauf zu untersuchen, wie viele Stationen es auch darin gibt. Woraufhin? Welchen Anlass haben Sie? Einige. Ytle. Ytle Krieg. Kasina oder Loll. Na, die wird ein Lut wahlet et kujutust. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich nicht aufregen. Sie lieben Thomas Wolfe? Ja, ich mag ihn sehr. Weshalb? Er ist natürlich nicht mehr drin. Was? Der Straßenbahnfahrschein. Mit unsichtbarer Tinte beschrieben. Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Weiß es Ihre Frau? Sie weiß gar nichts. Nein. Vielleicht bringen Sie einer anderen Geschichte mehr Interesse entgegen. Kaum. Hören Sie doch erst zu. Sie wissen, was Funkpeilgeräte sind? Natürlich. Sehen Sie, und damit haben wir neuerdings Ärger. Das sind Geräte, um Sender zu orten. Geheimsender, Amateursender. Für einen erfolgversprechenden Peilvorgang braucht man ungefähr 5 Minuten. Es gibt da neuerdings Zusatzgeräte, die einen Funkspruch zusammenziehen können. Das ist technisch sehr interessant. Warum erzählen Sie mir das? Sie haben eine so fabelhafte Fernsehantenne auf dem Dach, aber ich sehe keinen Apparat. Gehen Sie ran. Melden Sie sich, aber sprechen Sie Deutsch. Kroger. Für Sie. Ja? Ja, Baumann? Aha. Ausgezeichnet. Ja, um Ihnen die Pointe meiner Geschichte von den Funkpeilgeräten nicht vorzuenthalten. Wir konnten nicht mehr bestimmen als den Stadtteil. Diesen, Herr Kronski. Wir haben Sie identifiziert. Sie sind das Ehepaar Kronski, gesucht von amerikanischen Behörden im Zusammenhang mit der Rosenberg-Affäre. Ja. Ja, ja.
Bitte, Alice. Sie wissen es ja. Sie wissen alles. Irgendwann würden Sie uns finden. Das habe ich gewusst. Das habe ich immer gewusst. Auf diesen Tag, auf diesen Moment habe ich gewartet, weil er einmal kommen musste. Einmal musste er herkommen. Sie können zufrieden sein. Sie haben es geschafft. Sie haben uns. Aber glauben Sie nicht, dass Sie wirklich Bescheid wissen. Den Namen, den haben Sie. Wo wir gewesen sind und was wir getan haben. Ein paar Einzelheiten. Aber Sie wissen nicht alles. Keine Vorstellung haben Sie von dem Leben, das wir geführt haben. Das wir führen mussten. In ständiger Angst, ein so schreckliches, anormales Leben, in dem es keine Ruhe gab. Nie gegeben hat. Ruhe, auf die jeder Mensch ein Recht hat. Wir auch. Bitte, Alice. Verzeih. Schon gut, schon gut. Wo befindet sich der Sender? Im Keller. Was teilte Hauser Ihnen mit? Wer? Ah, pardon, Sie haben diesen Namen sicher nie gehört. Was stand auf dem Straßenbahnfahrschein? Wie haben Sie es herausbekommen, die Sache mit dem Fahrschein, mit dem Buch? Er hat es herausbekommen. Das ist sehr tüchtig. Nein, nein, Sie irren sich. Ich suche den Mörder meiner Schwester, sonst nichts. Mörder? Ja, Hauser. Das ist derselbe Mann, der Ihnen diese Mitteilung zukommen ließ. Welche? Sag alles, Frederik. Das dringendes Material vorlege. Und an wen gaben Sie diese Nachricht über Funk weiter? Was sollte Hauser tun? Er sollte hierher kommen. Wann? Jetzt, in ein paar Minuten. Ist das nicht ungewöhnlich? Ja. Sie haben eine Erklärung dafür. Man hielt diesen Platz wohl für sicher und es musste wohl sehr schnell gehen. Ich bekam einen Reisepass und die Anweisung, den Mann nach Paris zu schicken. Ich verstehe. Was verstehen Sie? Ein Mann, der einen Mord auf dem Gewissen hat, ist gut zu gebrauchen. Übrigens, Gasthaus Schwan ist nicht nur ein bekanntes Ausflugslokal. Die Rheinschifffahrt, wissen Sie, Transitverkehr, Schweiz-Holland, es gibt da Möglichkeiten zu schmuggeln. Darin war Hauser auch verwickelt. Wahrscheinlich hat man ihn damit zunächst erpresst. Seine Frau und sein Schwager, die glaubten, sie wären hinter der Schmuggelgeschichte her. Die hatten natürlich keine Ahnung, dass Hauser inzwischen eine ganz andere Art von Geschäften betrieb. Ja, wird hierher kommen, seinen Pass in Empfang nehmen und leichten Herzens nach Paris fliegen. Sie haben für ihn gebucht? Die Frühmaschine. In Paris wird man ihn in Empfang nehmen und neu einsetzen. Eine sehr gute Möglichkeit, neue Verbindungsleute aufzuspüren. Moment, ich verstehe nicht. Ich verstehe sehr gut. Dieser Sender soll nicht schweigen. Richtig? Es wird also weitergehen, immer weiter. Alice, es liegt doch eine Chance darin. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ist das Hauser? Ja, wahrscheinlich. Kennt er Sie? Nein. Wo ist der Pass für Hauser? Gehen Sie ins Nebenzimmer. Geben Sie mir die Brille. Gehen Sie ins Nebenzimmer. Schnell, schnell. Was wollen Sie mit dem Pass? Ihn Hauser geben. Sie wollen ihn laufen lassen. Einen Mörder laufen lassen? Ich lasse keinen Mörder laufen. Ich lasse auch Kruger nicht laufen und er weiß das. Aber Hauser muss noch nach Paris. Also doch. Es wird keinen besser bewachten Mann geben als ihn. Ich weiß, was Sie jetzt fühlen. Das glaube ich nicht. Sie haben sie nicht auf dem Pflaster liegen sehen. Er wird seiner Strafe nicht entgehen. Das schwöre ich Ihnen. Vielleicht wird er mit der Zeit zu brauchbar für Sie. Herr Lederer, Hauser hat Ihre Schwester umgebracht. Aber wirklich umgebracht haben Sie all diese Leute. Eine erbarmungslose Organisation, die aufzudecken uns Hauser jetzt die Möglichkeit gibt. Wenn Sie das nicht verstehen, dann bitte öffnen Sie die Tür.